So Leute, jetzt geht's hier los. So, zum Intro bin ich jetzt erstmal ganz kurz leise, guckt euch das erstmal an. Und ja. So, der dieses. Jo, herzlich willkommen hier bei dem neuen Let's Play zu Pokémon Herzgold, Heartgold. Das ist jetzt das Spiel, was ich jetzt Let's Play möchte. Deswegen mache ich hier gleich mal schon mal den Start hier. Wie ihr seht, also die Maus muss euch nicht stören. Ich werde sie versuchen, meistens aus dem Bild rauszunehmen, damit es nicht nervt. So, erstmal hier keine Infos, brauchen wir nicht. Wir wissen, wie Pokémon funktioniert. So, jetzt muss ich dich als allererstes mal eine Frage stellen, hier sind noch ein paar Punkte. Die müsst ihr mir auch beantworten, also da gibt's jetzt, das wäre echt hilfreich, wenn ihr sagen würdet, weil sonst habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Und zwar, soll ich das vorlesen, was hier unten immer kommt, oder soll ich es lassen? Soll ich es einfach wegdrücken, oder soll ich es lang, also soll ich es nicht vorlesen und einfach so, was man mitlesen kann? Ich muss es wissen, weil so passe ich mich halt an. Ich kann jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal vorlesen, also für das erste Let's Play müsst ihr mich wahrscheinlich jetzt einfach mal ertragen. Hm, was? Es ist schon so spät? Oh nein, ich habe verschlafen. Oh, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Kein Problem, ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Süß. Nein, das ist ein Meryl. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Alter, was geht gerade? Ich muss kurz was trinken gleich. Oh. Und halt es so ganz rau. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf. Ups, jetzt habe ich zu schnell weitergeklickt. Mann, egal. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, Junge, Mädchen, kurz nachgucken. Okay, ich bin ein Junge. Also nehme ich mal den Jungen. Ja, ich meine, man erkennt es doch auch, wenn du vor mir stehst, alter Opa. Sollte es eigentlich erkennen, dass ich ein Junge bin, aber egal. So, mal wahrscheinlich hier. Zack, und ich nenne mich jetzt einfach mal Henke, was mein Real-Life-Name ist. Ja, mach ich mal. Ah, du bist also Renke. Ja, das bin ich. Trotz ist er fast. Also, Renke, bist du startklar? Denn gleich tauschst du ein in dein ganz eigenes Abenteuer. Meine Güte. Viele Erfahrungen warten auf dich. Schöne wie auch traurige. Große Träume und große Abenteuer hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los. Wir sehen uns später wieder. Jo, hier sind wir. Das ist unser kleines bescheidenes Zimmer. Bettchen. PC, Wii, Fernseher. Jo. So, gucken wir, was gleich am PC hier abgeht. Normalerweise sind in den Pokémon-Editionen immer Tränke gewesen. Hier immer nur so eine langweilige E-Mail von einer Freundin. Oh, ich habe schon gleich eine Freundin geankert. Oh, das ist perfekt. Abenteuer, aufgeregt. Ich liebe Ränke. Oh, nee, doch nicht Pokémon. Naja, egal, vergessen wir es mal. Also, hier gibt es keinen Trank zu Anfang. Das ist scheiße. Nee, Wii wollen wir jetzt auch nicht spielen. Dann gehen wir mal runter. Ich nehme an, das ist unsere Mutter. Ah, da bist du ja endlich, Renke. du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie war bis eben noch hier. Also doch meine Freundin. Es sah so, als würdest du mit ihr Meryl einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich.
Du kennst den Weg, oder? Sein Labor schließt sich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Hier, packen wir alles, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Jo, jetzt kriegen wir den Beutel, den Trainerpass, dann kriegen wir noch das Sichern, den Sicherbutton und die Option. Und dann kann es auch losgehen. So, zuerst jetzt hier gleich mal, jetzt muss ich kurz gucken, na egal. Gucken wir mal kurz bei den Optionen, werden wir erstmal was ändern, denn das Texttempo, das kann nicht auf 2 bleiben, das muss auf 3. Die Animation lassen wir ein. Kampfstil lassen wir auf Tausch. Man kann es auch auf Folge stellen, aber mit Folge ist es etwas schwieriger und das ist eigentlich unnötig. Das ist dann so im Online-Kampf-Style, da musst du dann erstmal das gegnerische Pokémon abwarten, wenn es dann drin ist, dann kannst du tauschen. Das ist eigentlich unnötig. So, was sehe, okay, Belegung, ja, und dann machen wir kurz den Rahmen. Das sieht schick aus. Blau. So, blau, sieht gut aus. Also nehmen wir es mal. So, und dann ziehen wir gleich los hier. Wir wollen nicht viel Zeit vertrödeln. Ich kann mal kurz zeigen, also Trainerpass, da hast du dann. Ja, kann ich jetzt gerade nicht drücken. Ein wildes Pokémon, oh mein Gott! Wir werden gleich angegriffen. Oder auch nicht. Nein, Joke, natürlich haben wir nicht angegriffen. Ja, auf dem Trainerpass hat man halt eben den Namen, man sieht, wie viel Geld man hat, wie viele Orden man hat, kann ich gleich mal kurz zeigen. Ja, das ist diese Lyra gewesen. So, hier sieht man gleich hier, da sind die, das sind die Arena-Leiter, die ersten 8. Da kommen auch die Orden und dann hat man hier das Geld. Poké-Dollar, 3000 Poké-Dollar. Die Punkte, die werden hochgerechnet, je weiter man kommt. Und wenn man auch so spezielle Sachen macht, so wie es in der Kampfzone und sowas, dann hat man hier die Spielzeit. Abenteuer gestartet am 11. Januar 2013. Ja. Mein Name, meine ID. Ja, das war's. Ja, Beutel kann ich auch kurz zeigen. Das ist ein Beutel. Ich meine, wer Pokémon kennt, der weiß, was das ist. Aber hier sind so, kann man Items, das sind Heal-Items, Pokébälle, TMs sind Attacken, die man extern lernen kann. Beeren, Briefe, das ist unnötig. Kampf-Items und Basis-Items. Da wird das alles reingeordnet, also automatisch muss man nicht selber machen. Sonst würde das, glaube ich, kein Schwein machen. Ja. So, sehen wir kurz, gehe ich kurz einmal so an den Rand hier, so das ist überall hier, ist kein Dörfchen, das heißt Neuborkia. Ja. Genau, diese Häuser sind erstmal unnötig, das ist dieses Haus von Lyra hier und ja, gucken wir mal. So, wir können jetzt noch nicht nach rechts gehen, wir brauchen natürlich erst Pokémon, aber wir reden mal kurz den kleinen Jungen hier an. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Hey, starr mich nicht so an! Sehr nett von ihm, muss ich sagen. Also gehen wir erstmal mal in das berühmte Labor. Komm mal, die Maus jetzt mal weg. Ah, da bist du ja, Renke. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon und Pokémon aufzubewahren und sie überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich spazieren geführt. Ja genau, wie deine Freundin Lyra. Pokémon und Pokémon mit sich durch die Gegend zu tragen, ist natürlich eine komfortable Sache. Aber es lohnt sich auch, ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich ein Pokémon entwickelt. Oder wie sich Pokémon entwickeln. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich möchte dir eins meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn du es mit dir spazieren führst. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. Natürlich kommt wieder was dazwischen. Oh, ich habe eine E-Mail. Aha, na sieh mal eine an. Hör mir zu, ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonderen seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dieses eine Mal wirklich etwas Besonderes gefunden zu haben. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei wieder um ein Pokémon-Ei, aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände zu tun. Was mache ich jetzt nur? Ich hab's. Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Los, du darfst dir dafür auch eins dieser Pokémon hier aussuchen. Yo. Wir haben jetzt hier 3 zur Auswahl, wie er schon gesagt hat. Das sind hier die 3. Pflanze, Wasser, Feuer. So, ich werde jetzt das Feuerriegel nehmen und es als speziellen Sweeper spielen. Werdet ihr auch noch sehen, das kommt noch. Jo, dann nächste Sache. Man kann das Licht anmachen, hier ist ein bisschen dunkel. So, ein bisschen komfortabler jetzt. Muss ich kurz mal einen Zettel finden, denn. Wir haben nämlich. Okay, ich weiß den Namen auch so schon, aber egal. Wir haben jetzt erstmal wollte ich natürlich jedem meiner Pokémon, unserer Pokémon, das ist ja ein gemeinsames Projekt eigentlich, wollte ich natürlich Spitznamen geben und da ich erstmal noch nicht so viele Spitznamen bekommen habe, eigentlich nur 2, wollte ich das erstmal gleich anfangen hier. Denn ich habe den Wunsch bekommen, eins meiner Pokémon, unserer Pokémon,
Marco. Richtig geschrieben? Ja, so zu nennen. Deswegen mache ich das gleich mal. Der erste Wunsch ist damit erfüllt. Und ja, ich bitte jetzt euch auch nochmal mehrere Spitznamen, denn ich habe insgesamt am Ende dann... Nein, ich sag nichts. Ich sage gar nichts dazu. So, ja, das überspringen wir ganz kurz. Ich habe keinen Bock, jetzt noch weiter zu vorzulegen. Mache ich gleich wahrscheinlich wieder. Ja, das sagt dann nur, dass man da jetzt die Pokémon heilen kann, wenn die verletzt sind, da es hier noch kein Pokémon-Center gibt. So, ja, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Namen. Also müssen wir echt mal sagen, was ich da für Namen nehmen soll. Denn, sonst benenne ich sie so, wie ich will. Und das ist dann aber... Ja. Ne? Ich meine, Namen werden wahrscheinlich nicht originell sein, also von daher... Ja. So, jetzt haben wir gerade eben von diesem netten Herrn fünf Tränke bekommen. Was habe ich? Drei? Fünf Tränke bekommen. Damit kann man Pokémon heilen, also 20 Leben. Und hier sieht man gleich, das hier ist, das ist mein Pokémon hier. Sieht man hier so ein paar Daten. Lush, Neuburg hier. Tut mir leid, die Wesen kann ich nicht alle auswendig. Das tut mir echt leid. Dessen bin ich nicht fähig, aber man kann die meistens ablesen. In diesem Falle würde ich sagen, es ist wahrscheinlich Spezialverteidigung runter und erhöhte Initiative. Könnt ihr es mal. Ich google mal für das nächste Mal, damit ich euch sagen kann, was das Wesen ist. Aber so ungefähr sieht es aus. Das sind halt die Stats. Das ist KP, das ist die Lebenspunktezahl. Angriff ist klar, Verteidigung auch. Spezialangriff und Spezialverteidigung ist auch klar. Und die Initiative. Man kann hier sehen, was für Attacken das sind. Dieses Zeichen hier bedeutet physisch, das heißt, das wird mit diesem Wert verrechnet. Und wenn man zum Beispiel eine Attacke hat wie Glut, die werde ich noch lernen, die ist dann mit Spezialangriff verrechnet. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Pokémon angreife, was eine hohe Spezialverteidigung hat, aber eine niedrige Verteidigung mit dieser Attacke, macht die Attacke mehr Schaden, als wenn ich jetzt mit einer speziellen Attacke angreifen würde, was Pokémon eine höhere Verteidigung hat, Spezialverteidigung hat. Aber egal, das werdet ihr schon noch alles sehen. Und ich weiß, ich spiele gerade noch ein bisschen viel mit der Maus, weil ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Das mit der Taste tut es etwas anders als auf dem DS, deswegen... Ja, tut es mir leid. Wird schon gehen. Renke, das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Vollriegel, stimmt's? Ach ja, das ist echt ein tolles Pokémon. Wenn du es so spazieren führst, wird es immer zutraulich werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Oh, und warum stellst du es nicht auch mal deiner Mutter vor? Also dann, man sieht dich. Oh, hoffe ich doch. So, genau, hier seht ihr gleich, ne, hinter mir so, mein kleines Schnuckiputz. Das fragt sich noch etwas. Jo, Tsunoko also. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Falls es falsch ist, soll mich Sharky Capes bitte verbessern. Ja. Von dem kommt nicht der Name. Hoffentlich durfte ich das jetzt sagen. Ich meine, hat nicht geschrieben, dass ich geheim halten soll. Ah ne, hat es unten sogar in die Kommentare geschrieben, also von daher wisst ihr selber wahrscheinlich. Wenn ihr es gelesen habt. So, jetzt kriegen wir unseren Pokécom, wahrscheinlich eine Abkürzung für Pokécomputer. Genau, tragbarer Computer. Das ist so, hat so die Funktion, ja, ich weiß, wie es funktioniert und trotzdem erklärt es mir nochmal. Ne, der hat die Funktion eines Handys und einer Karte und eines Radios in einem. Also hier seht ihr jetzt bisher sind nur dieses Telefonzeugs. Und halt, hier kann ich den Hintergrund ändern, ich ändere den hier, weil den finde ich cool persönlich. Max wird sich erinnern, das war damals unser. So haben wir unseren immer gestaltet. Das sah immer genauso aus. Ja, später kommt noch die Map dazu und das Radio und. Kommt noch was dazu? Ich weiß gar nicht. Aber naja. So, jetzt mache ich mich mal gleich auf hier. Und jetzt kommt Herr Lind hinterher gesprintet. Oh, ich bin sowas von einem Profi. Ich habe es vorher gesehen. So, Dankeschön. Ja. So, genau. Jetzt habe ich dann seine Handynummer bekommen. Das heißt, ich könnte ihn erreichen, wenn ich wollte. So, und dann fangen wir jetzt gleich mal an hier. Kommt gleich mal der erste Kampf. Ein bisschen hier lang, ein bisschen kürzer der Weg. Ja, nehmen wir auch, aber trotzdem. So. Eigentlich sollte es langsam auch schon Kampf kommen, aber naja. Ich werde jetzt kurz klar, also ich werde jetzt nicht unbedingt hier unbedingt auf Training gehen. Also ich werde jetzt so einfach durchlaufen und jedes Pokémon, was ich jetzt mit dem ich begegne, werde ich jetzt umbringen und. Ja. So, das erste Pokémon ist ein Ratzfratz, Level 4. Ja. Ja, gleich erste Attacke natürlich ein Fehlschlag. Ja, die Chance von Tackle ist zu 95% nur, dass es trifft. Das heißt, 5%ige Chance, dass es fehlschlägt, ist ein bisschen scheiße. Ja! Zieh mir noch weniger ab. Ja, so, dann gucken wir gleich mal.
Ja, genau. So, was kann ich denn noch so erzählen? Also, ich werde jetzt gucken, wahrscheinlich werde ich heute ein bisschen mehr aufnehmen, weil ich einfach gerade so Bock habe zu spielen. Das Problem ist jetzt einfach, oh, guck mal, wie knapp das, Leute. Das wird echt knapp, ich muss so gleich einen Trank usen. Ich use immer jetzt, ganz ehrlich. Das ist echt fail, dass ich jetzt schon einen Trank usen muss, aber, ups. Wenn jetzt Ruckzucki einsetzt, bin ich tot. Und Ruckzucki gibt dann nämlich eine höhere, also die Priorität ist bei dem auf Stufe 1. Ja, okay, siehst du, jetzt wäre ich tot gewesen, deswegen muss ich einen Trank usen, tut mir echt leid. Alter, und zieht der Junge so viel ab? Ich meine, der ist Level 4, aber guckt euch mal an, ich habe gerade einen Trank geused. Und ich bin fast schon wieder tot. Seht ihr, wie OP das ist manchmal? Naja. So, ich muss wahrscheinlich gar nicht mal ins Labor zurück. Oder ich use einen Trank, Potion. Ups. Ja, hier kann man Kopfnüsse machen. Vielleicht will ich auch noch einen rein hier. Oder warte mal, ich gehe. Ja. Gut, ich gehe mal nochmal zurück hier. Tut mir echt leid. Ich will jetzt nur nicht die ganzen Tränke verbraten. Die kann man später noch etwas besser gebrauchen. Als jetzt. Ja, das kann man, da kann man jetzt nicht viel machen. Das ist echt scheiße, wenn man da gleich so ein Pech hat. Ups, was mache ich da? Was wollte ich gerade machen? Hä, doch, ich bin richtig. Oh, ich bin so ein Honk, ne? Ich bin echt ein Honk. Ich habe gerade kurz vergessen, was ich machen wollte und habe gedacht, warum gehe ich ins Labor? Aber egal. So, seht ihr hier? Dann kurz meine Pokémon geheilt, beziehungsweise mein Pokémon ist ja noch eins. So, ja, ich mach mal ganz kurz hier. Hey, Leute, jetzt ist die schneller. Naja, egal, ich mach wieder runter. Ich glaube, das ist so ein Speed im Kampf oder sowas, keine Ahnung. Ich bin mit dem Programm noch nicht so vertraut, also ich hoffe, ihr verzeiht mir das alles. Also mit der Steuerung, ich werde jetzt noch jetzt gerade ein bisschen die Maus mehr benutzen, um so Sachen schneller an die Sachen zu kommen. So hier im Kampf jetzt geht's, aber so, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, dass Start und so, wenn man oft also den Beutel zum Beispiel aufrufen will, mit welchen Tasten das geht. Ich mache jetzt damit Steuerung auf WASD gelegt und E ist, also A bei mir ist E und Q ist B, dann kann ich da ganz gleich dran an die Knöpfe. Und ich weiß jetzt aber, ich habe jetzt ganz schön wieder vergessen, das habe ich nämlich gestern schon eingestellt, habe ich vergessen, wo ich jetzt Start und Select hingepackt habe. Ich meine, Select braucht man im Spiel nicht, oder Y weiß ich auch nicht, oder X. Ich weiß ja auch nicht, wo ich das hingelegt habe, das muss ich nochmal nachgucken. Aber, ja, das muss ich mich noch dran gewöhnen, das ist noch so eine Sache. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. In der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall das besser drauf haben. Also, ja. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich bin Level Up. Ich habe es jetzt aus Versehen schon, also aus Reflex einfach weitergedrückt. Ich habe jetzt auch Rauchwolke gelernt. Die Attacke senkt die Genauigkeit des Gegners und das hat Vorteile in manchen Kämpfen, kann man gebrauchen, aber ich werde es jetzt hier in den normalen Kämpfen natürlich, also in den Kämpfen gegen wilde Pokémon, werde ich natürlich nicht usen, jedenfalls jetzt so noch nicht. Das brauche ich nämlich nicht, sondern ich folge jetzt erstmal so auf Damage. Und ja, es dauert jetzt gerade noch ein bisschen länger, ich habe noch keinen Turbo-Treter bekommen und ich habe noch kein Rad bekommen, also es dauert jetzt gerade mit dem Gehen ein bisschen lange, aber es kommt noch. So, holen wir mal ein Item ab. Das ist da vorne, das ist nämlich ein Trank. Den kann man gebrauchen. Und, ja, ich weiß auch schon so von so ein paar Hidden Items. Also, ich weiß, ein paar versteckte Items, weiß ich schon, wo die liegen. Ich kenne aber nicht alle, also ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich werde natürlich jetzt die Items suchen und finden, die ich weiß, wo die ungefähr zu finden sind. Ich werde natürlich jetzt höchstwahrscheinlich nicht genau jedes Item suchen. Das ist nämlich dann auch ein bisschen Arbeit. Und ja, aber ich werde so grob doch schon so mich darum kümmern, dass die meisten Items so zu finden. Und ja. Jo. So, ich werde jetzt gleich auch mal hier kurz den Cut machen, was sind 20 Minuten gleich. Es sind jetzt 19,5 Minuten. Und es soll ja nicht. Ich meine, es muss auch, das muss auch so eine gute Grenze geben. Das ist, wenn man sich, man muss sich das auch angucken können. Und, jetzt wird es gefährlich, denn wenn jetzt ein Crit raushaut, dann kann es echt. Ich gebe so nochmal einen Trank reinhauen. Ja. Wenn ein Crit reinhaut, bin ich down, deswegen ich gehe kein Risiko ein, denn jetzt zu sterben, das wäre ein bisschen Opfer. Ich meine, es ist schon Opfer, allein Tränke zu usen jetzt, aber das liegt daran, dass ich noch keine gute, gescheite Attacke habe. Und das halt eben am Anfang mit den Pokémon noch ein bisschen scheiße ist. Und wenn jetzt, ich bin jetzt halt noch relativ low level. Und
wenn die Gegner hier, seht ihr, sind zwei Level unter mir, fast drei. Und das ist halt noch nicht so ein großer Unterschied. Und dann können die, seht ihr, da Volltreffer raushauen und dann geht es ganz schnell, dass man auf einmal tot. Glaubt man nicht, aber soll vorkommen. So, den Kampf noch zu Ende, mache ich den Cut erstmal. Da-da-da-da und down. So, jetzt kommt noch ein Rank Up, Level Up. Rank Up sage ich schon, PV. Jo, so, jetzt hier. Das hier sind jetzt die Stats, die werden erhöht. Also, seht ihr hier, maximal KP plus 2, Angriff plus 1, Verteidigung plus 1, speziell Angriff plus 2, speziell Verteidigung plus 1 und Initiative plus 1. Und das sind die jetzigen Werte. Wie ihr seht, hätte ich jetzt eine Spezialangriffsattacke, würde die mehr Schaden machen, weil der Wert 14 höher ist als 12. Deswegen ist Tackle jetzt im Moment noch relativ unnütz, aber egal. So, an dieser Stelle mal jetzt kurz den Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.